Und da heiße ich euch herzlich willkommen zurück hier bei Castlevania. Ich habe das Mikro noch muted. Wir gehen jetzt zum Dracolich. Look at him, so dark, so beautiful. He has come for his revenge and he shall have it. A killing machine without remorse, without pity. What has happened to you, Gabriel? What have you become? Love has blinded you, but you have changed, my friend. Your quest is almost over. The dream is in sight. Now you must face death, and you must defeat it. The mask is a powerful device, and he who wields it can do anything. Bring back the dead, rule the world, destroy the universe, challenge God himself. You are the one, Gabriel. You are the one. Ich würde gerne mehr Spiele auf Englisch spielen mit deutscher Schrift. Bin ich geil. Muss ich ja sagen. Du bist ja nur GTA spielen. Wir sind ja auch alle in Englisch. Ich werde wahrscheinlich auch Wolfenstein auf Englisch spielen. I'm amazed you've come this far. I have come to end this, sorcerer. By whose authority? What right do you have to judge me when so much blood has been spilt by your own hands? Look at you. You revel in death. We are one and the same, you and I. You will not stop me. No, I will not stop you. Look upon me, hypocrite. Gaze upon glorious death. Wie ist das eigentlich so leise? Das ist voll gedämpft irgendwie. Ich hab mit mega den Bass gerechnet, wo der das Ding auf den Boden gehauen hat, was? Ach du Scheiße. Wenn du aber so leichten Unter bist, der Junge. Ach du fucking holy shit. Was passiert da? So. Alter Schwede, der Mega-Schrimp oder was? Was seht ihr? Wow! Eieiei, können wir nicht einfach hochklettern? Wieso? Also ich will ja ganz ehrlich nicht runterfallen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wo ich hin muss. Also hier nicht. Okay.
Der Wissert gibt aber auch nicht auf. Ich muss mal nach vorne, ich weiß es noch nicht. Moment, wir sind noch weiter. Vorne kann ich nicht hin. Wo bin ich denn hochgeklettert? Gott, springen, ey. Ich hab mich kurz fest. Hä? Heute gibt's Rippchen. Okay, das war ja schon mal nicht. Was ich hier machen soll, also wo ich hier hin soll. Warte. Jetzt könnte ich hier vor. Bin hier. Warte, jetzt muss ich gleich wieder seinen Move. Hinten ist nichts da mehr. Da bin ich wieder runtergefallen. Scheiße! Epische Musik vor allem. Ja, dieser Todesschrimp, weißt du? Also ich glaube ja, wir müssen da vorne, aber irgendwie... Warte. Ich muss halt auch noch abpassen, dass der die Dinger nicht auseinander macht, die... Rippen. Dinger. Wir klettern ja eh hin auf seinen Knochen rum. Das ist mega schwierig. Bewegt sich ja noch so hin, also weißt du? Da, wieder. Das, genau aus dem Moment, wo ich gesprungen bin, ist es auseinandergegangen.
Okay. Bis jetzt ist das nicht schwer, sondern einfach nur nervig. Ja, ja, mach mal. Und dann fliegt der halt immer so einen schönen Kreis. Halt springen, wenn die möglichst nah beieinander sind. Das funktioniert schon, aber da komme ich doch davon auch nicht weiter. Oder? Ah! Alles klar. Aber da bin ich ja dann. Hä? Okay. Der kann mich aber nicht runterwerfen. Also der kann mich ja nicht packen, weißt du? Wir machen das in Ruhe, wir machen das besonnen. Ja, das geht. Wir haben Double Lenzen. Jetzt innehalten, jetzt macht er gleich seinen Move. Das Schwierigste ist. Hier rumzuklettern. Der hat ja bis jetzt noch nichts gemacht, um uns wirklich anzugreifen. Warte. Müssen wir nach. Rechts müssen wir da. Ja, logischerweise. Und diese alten Kackseen hier. Trau dem Frieden immer nicht hier. Davon ist die Ruhe. Eieiei. Oh, hier ist auch eine Rune. Nein, die habe ich nicht gesehen. Alter! Das war energisch. Okay, jetzt weiß ich aber zumindest, dass ich auch festhalten kann. Weil ich dachte halt, wenn ich hier oben drauf stehe und er macht das, dann bin ich halt instant raus. Aber ne. Aber das muss ja nicht sein. Jetzt haben wir noch seine komischen Flüge da zum Einsatz. Thank you.
Was ein Typ, ey. Ich bin gerade hochwärts. Ernsthaft? Oh, ich habe aufgehört zu drücken. Wir fliegen gerade nach oben. Das war sehr beruhigend, dass wir in seiner Wirbelsäule rumklettern. Ha, hab ich geahnt. Genau in dem Moment habe ich gedrückt. Du hast halt eine Toleranzschwelle, ne? Also, das ist halt nicht sofort was. Jetzt kommt's. Da, hau ich an. Bin ich ja nicht hier. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob ich hier eine Schattenmagie nutzen kann, aber nö. Könnte mich ja theoretisch packen. Okay, da könnte ich nichts gehen. Alter! Jetzt geht's hier an den Kragen. Oder nicht? Wir sind auf jeden Fall schon mal in seinem Kopf. Warum schlägt er eigentlich mit seiner Faust auf? Also mit dem Handschuh der des Todes da. Und nicht mit seinem Dings. Okay, der hat nur eins im Maul. Oder nicht auch noch eins? Wahrscheinlich hätten wir noch irgendeine geile Power bei der Handschuhe. Der blüht ja jetzt schon wieder. Was ist das denn?
Okay. Fallen wir oder was passiert hier? Alter, what the fuck? Einfach nur Dracolicht-Titan. Was habe ich bekommen? Trophäe, ja, auf jeden Fall. Wir sind ja in der nächsten Folge auch dran.